So, nun kommen ein paar relativ einfache, hoffentlich anschauliche Beispiele aus der Elektrostatik. So, als allererstes schauen wir uns mal einfach zwei Platten an. Das ist jetzt immer noch kein ernsthaftes Beispiel, das man auch im täglichen Leben findet, sondern einfach nur irgendwas, wo man mal ein paar Zahlenwerte oder so einsetzen kann. Also wir haben hier zwei Platten. So, die sind 1 Zentimeter auseinander. Und an die eine legen wir 100 Volt an und 0 Volt oder Masse eben an die andere. Abstand haben wir schon. Gut, wie groß ist das elektrische Feld, die elektrische Feldstärke? Nun, natürlich E gleich 100 Volt durch 0,01 Meter. Oder ich kann auch erstmal die Formel hinschreiben, U durch D. Da muss ich natürlich sagen, was U ist, das ist das da. Und was D ist, das ist dieses hier. Naja, und dann kommt eben dabei raus, dass das hier 10 Kilovolt pro Meter sind. Also 10.000 Volt pro Meter. Ja, kann man das irgendwo sinnvoll brauchen? Schauen wir uns mal als einfaches Modell eine Gewitterwolke an. Und an dieser Stelle muss ich gleich sagen, das sind jetzt Abschätzungen und grobe Vereinfachungen. So, also nahezu so, dass es nicht mehr ernsthaft ernst zu nehmen ist. Aber wir machen es trotzdem mal. Also wir sehen die Gewitterwolke als so etwas hier. Sagen wir mal, die ist positiv oder negativ geladen. Sagen wir uns, ist uns gerade egal. Wir haben hier unten Erde. Sagen wir einfach, sie ist positiv geladen. So, und ist auf einem Spannungsniveau von 10 Megavolt. Und wir haben hier eine Höhe, eine mittlere Höhe oder überhaupt eine Höhe von dem Ding von 1000 Metern. Und dann können wir uns hier unten hinstellen. Nicht ganz maßstäblich, vielleicht 2 Meter hoch. Und wir wollen wissen, was ist die Feldstärke? Nun, das ist wieder E gleich U durch D. Auch das ist gegeben. Es sind die 10 Megavolt durch die 1000 Meter. Das sind dann gleich wieder 10 Kilovolt pro Meter. Also genau das gleiche wie das, was wir da eben hatten. Nicht nur eben in ganz anderen Größenordnungen grundsätzlich. Dann können wir uns mal gucken, anschauen, wie groß ist der Potenzialunterschied Unterschied zwischen Fuß und Kopf. Da gucken wir uns mal hier das elektrische Feld zunächst mal an. Das ist hier als homogen angenommen worden, was natürlich grober Unfug ist, aber ich traue mir das jetzt trotzdem. Ne? So, das ist das E. Naja, und dann können wir natürlich hier was feststellen und hier einen Punkt feststellen und das nehmen, wenn wir das als homogen annehmen. Dann gilt natürlich umgekehrt auch, dass U gleich E mal H ist. Ich nenne mal die 2 Meter hier gleich das H, damit das nicht der gleiche Buchstabe wird. Und dann macht das hier 20.000 Volt. So, jetzt kann man natürlich fragen, wenn zwischen Kopf und Fuß 20 Kilovolt liegen, warum passiert da nichts? Naja, das passiert hier nichts, weil wir das rein elektrostatisch gerechnet haben. Das heißt, keine Leitfähigkeit, kein Stromfluss oder Ladungsträger, keine Stromstärke. Man könnte ja leicht überschlagen, wenn wir jetzt hier irgendwie vor zwischen Kopf und Fuß, was weiß ich, was soll es sein? 250 Ohm sind es wahrscheinlich, wenn man das Modell nimmt, vielleicht 100 Ohm noch drauf, also irgendwas um die 300, 400 Ohm, wenn großflächig angeschlossen wird, da kommen Sie drauf, 20 Kilovolt durch 300 Ohm ist eine Stromstärke, die deutlich über dem liegt, was Sie aushalten wollen. So, und wenn Sie 9 Volt Blockbatterie an, die kennt auch irgendwie jeder. Natürlich auch grob vereinfacht und die erlaube ich mir auch zu rechnen wie Plattenkondensator. So, die sieht ja in etwa so aus. Wir haben hier diese rechteckige, abgerundete Oberseite hier. Den kleinen Anschluss mit 9 Volt, den größeren Anschluss, der liegt auf Masse. So, jetzt kommt die Batterie hier unten drunter noch, so in etwa.
So, der Abstand von hier nach da sind circa 9 mm. Es ist tatsächlich so gemessen, fast so gemessen. Rechnet sich aber ganz wunderbar. Die Feldstärke ist natürlich E gleich 9 Volt durch 0,009 Meter. Und das macht genau ein Kilovolt pro Meter. So, und davor haben wir natürlich keine Angst. Also ich würde jetzt an 9-Volt-Block-Batterie nicht unbedingt mit der Zunge dran gehen. Das pritzelt schon ganz schön. Aber es geht keine ernsthafte Gefahr von einer 9-Volt-Batterie aus. Also außer man schmeißt ins Feuer, das sollte man natürlich nicht tun. So, das alles Beispiele, die wir jetzt mit homogenen Feldern gerechnet haben. Wir können natürlich auch noch Beispiele rechnen hier mit Zweidrahtleitungen. So, na, da würde mir als allererstes natürlich mal einfallen der Fahrdraht bei der Straßenbahn. Auch das einfach gerechnet. Bei Straßenbahn sieht in etwa so aus. Wir haben hier den Draht, unten die Schiene, die ich natürlich auch rund ansetze. Ich sage einfach mal Radius von Fahrdraht bzw. Schiene 5 cm. Für den Fahrdraht stimmt das sicher nicht, für die Schiene aber. Und ich interessiere mich eigentlich auch mehr für die, weil ich nämlich mich als Mensch hier unten hinstellen möchte. Ich habe das ganze Ding hier in 5 Meter Höhe. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Könnte sein, dass es ein bisschen mehr ist. Darauf kommt es aber gar nicht so entscheidend an. Ich möchte wissen, wie groß ist das elektrische Feld, das eben die Person erfährt. So, dann hole ich mir mal gerade die Gleichung hier. Dann habe ich nämlich E gleich U durch 2 ln A durch D minus 1 mal 1 durch X minus 1 durch X minus D. Jetzt keine Fehler machen. So, kann ich einsetzen. Kann ich auch da noch 1000 Volt durch 2 mal ln 5, natürlich doch ein Fehler gemacht, d durch a, 5 Meter durch 5 Zentimeter, 5 Meter durch 5 Zentimeter minus 1, insgesamt das Argument also 99, 1 durch x minus 1 durch x minus d, nächste Vereinfachung, 500 Volt durch ln 99 mal 1 durch x minus 1 durch x minus d macht 109 Volt, klingt also nicht so schlimm, mal 1 durch x minus 1 durch x minus d. Und wenn ich das jetzt ausrechne für x gleich 2 Meter, 1 Meter und 0,1 Meter, also direkt auf der Schiene, dann haben wir hier Feldstärken E in Volt pro Meter von 90,8. Vorsichtig hier, dass dieser Wert hier ja kleiner 0 ist und dementsprechend sich insgesamt hier natürlich was Positives ergibt. Also die Vorzeichen sind schon alle so richtig, wie ich sie hingeschrieben habe. Muss so darauf achten, dass x kleiner ist als d und deswegen der Wert x minus d natürlich negativ wird. Wir sind ja dazwischen. So, und dann haben wir hier 136 Volt pro Meter und hier haben wir 1112 Volt pro Meter. Verglichen mit der 9-Volt-Batterie, also auch hier kein ernsthafter Stress. Okay, so schauen wir uns noch auch das Zweileiterproblem an hier für eine Hochspannungsleitung. So, gehen wir mal davon aus. Wichtig ist, dass das System auch so bleibt. Wir haben hier oben meinetwegen 400 Kilovolt, dann haben wir ein bisschen darunter. Ich muss das so anordnen, weil meine Geometrie das nur so hergibt.
Und zwar in 5 Meter Abstand. 0 Volt. So, und dann bin ich gemessen von hier oben. Das ist nämlich meine Koordinate x, die ich laufen lasse. Runter bis zur Erde. Habe ich dann vom oberen Seil bis da unten hin 40 Meter Höhe. So, und hier kann ich jetzt noch einen Menschen hinstellen, wenn ich möchte. Irgendwen. Und mal gucken, was wir dann dabei da rauskriegen. 5 Meter Unterschied hatte ich hier schon gesagt. Ich kann wieder ansetzen hier. E ist gleich 400 Kilovolt durch 2 mal ln von, ich lasse es wieder hier den Radius a gleich 5 cm, das kommt auch wohl hin, so in etwa. Gleich ln 99 können wir aus dem Beispiel von oben übernehmen, mal 1 durch x minus 1 durch x minus d. So, worauf wir jetzt achten müssen, ist, dass x größer wird als d. Also das ist jetzt hier größer 0 und damit wird es auch echt abgezogen hier an der Stelle. Ne? Und wenn wir jetzt hier einfach mal sagen, x ist 1 Meter über dem Boden, also 39 Meter. So, dann kommen wir hier auf insgesamt, wenn man einsetzt, E gleich 43.524 Volt mal 124 Volt mal 1 durch x minus 1 durch x minus d und das sind dann gleich minus 164 Volt pro Meter. Das Interessante ist, dass obwohl das elektrische Feld jetzt hier oben natürlich so gerichtet ist, das elektrische Feld an der Stelle hier jetzt so gerichtet ist. Das zeigt dieses Minuszeichen an der Stelle. So, und das liegt natürlich daran, dass wir von der Ladung in dem unteren Draht, der dichter an dem Menschen ist, natürlich mehr wahrnehmen als von dem oberen. Kann man gleich dran schreiben, wird mehr wahrgenommen als der obere Draht. So. Auch das macht erst einmal keine unbedingte Angst. Selbst da, wenn wir jetzt sagen, okay, müssen wir 2 Meter Größe wieder, fallen von Kopf bis Fuß hier 300 und ein paar Volt ab. Das als solches ist natürlich ein Problem, aber es gilt das Gleiche wie beim Blitz oder beim Gewitter auch, bei der Gewitterwolke, nicht? Also nur weil wir da in so einem elektrischen Feld stehen, fließt nicht deswegen gleich ein Strom, eine Ladung durch uns durch und tötet uns. Sollte jetzt hier ein Draht ausfallen, naja, was ist dann? Im Prinzip ist die Antwort erst einmal, können wir das mit den Methoden, was wir jetzt kennen, nicht rechnen? Können wir das mit unseren Formeln nicht rechnen? Was müsste man tun? Man müsste eigentlich hier dann eine Spiegelladung aufbauen und dann befindet man sich wieder in dem Feld und dann ist das Feld, das man wahrnimmt, auch wesentlich stärker. Schauen wir uns noch mal kurz die Simulation an oder werfen wir einen kurzen Blick auf die Simulation hier. Das ist der Fall, wenn wir nur, ich kann es mal hier hinstellen, so, wenn wir nur einen Draht hätten, geben wir uns hier noch einen Konduktor hier irgendwo da unten hin, Ground. So, dann sieht das in etwa so aus, die Situation. Jetzt geben wir uns, also Sie sehen, hier ist es durchaus grün. Das ist schwer, mit diesem System hier eine quantitative Analyse zu machen. Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte nur ein Gefühl vermitteln. So, nehmen wir mal das Modell der Double Charge. So, halt der Dipole Charge. Das ist die hier. Die schieben wir alle mal so ein bisschen nach oben hier. So, da sieht man jetzt schon, wenn man die dicht aneinander schiebt, dass es hier wesentlich dunkler wird. Da ist irgendwie ganz, ganz wenig nur noch. Und wir geben uns jetzt hier einen Ground Conductor noch. Ja, meinetwegen auch hier hin. Ich schaffe es jetzt fast, ihn gerade zu machen. Selbst da sehen wir, okay, da ist jetzt ein bisschen mehr Feld, wenn das wirklich ein Ground Conductor ist. Wir können ihn eventuell auch wegmachen. Ne, das doch geht. Und geben ihm noch einen Floater, also einen, den mag er nicht. Oh, nee, der bleibt so bestehen. Also wir sehen, dass hier ein bisschen mehr Feld ist, als das wäre, ohne dass überhaupt das Material der Leiter da ist. Aber wir sehen, dass es durchaus deutlich weniger ist als
wir hier hatten, als das noch ein Feld war. Machen wir den einfach mal weg. Damit wir den Unterschied noch mal sehen, machen wir den oberen weg. Und da sehen Sie, dass es deutlich mehr Feldstärke hier unten wird, wenn die zweite Elektrode fehlt.